Willkommen zu Ihrer sicherheitstechnischen Ersteinweisung. Bitte schauen Sie sich den Videoclip genau an. Im Anschluss stellen wir Ihnen Fragen, die Sie richtig beantworten müssen. Mehr als 50 Jahre Erfahrung, rund 600 Mitarbeiter an 12 Standorten, 40 Baustellen und mehr jedes Jahr. Das ist MBN. Wir bieten Komplettlösungen, vom schlüsselfertigen Bauen über den Metall- und Fassadenbau, Projektentwicklung, Bauen im Bestand bis zum Facility Management. MBN steht für hohe Qualität in sämtlichen Bereichen des Bauwesens. Qualität und höchste Standards, natürlich auch beim Thema Sicherheit. Für uns ist jeder Unfall einer zu viel. Und Sicherheit geht uns alle an. Darum befolgen wir diese lebensrettenden Regeln. Dieser Film zeigt positive und negative Beispiele. Bitte folgen Sie immer den positiven Beispielen. Meine persönliche Schutzausrüstung, PSA. Schuhe mit Stahlkappe, Warnweste, Helm und gegebenenfalls Handschuhe gehören zum Standard auf jeder Baustelle. Aber ist für meine Arbeiten ein zusätzlicher Gehörschutz notwendig? Ist meine Schutzausrüstung für meine konkrete Arbeit geeignet? Und ist meine Schutzausrüstung in einwandfreiem Zustand? Wir sichern Absturzkanten, Bodenöffnungen, Baugruben und Gräben. Denken wir immer daran, wir sind nicht allein auf der Baustelle. Sichern wir also alle Stellen mit erhöhtem Unfallrisiko. Dazu gehören Absturzkanten, Bodenöffnungen und nicht bruchsichere Bauteile, Baugruben und Gräben. Auch kleine Bodenöffnungen können zu Unfällen führen. Die Absturzsicherung besteht aus drei Komponenten: ein Bordbrett in Bodennähe, ein Zwischenholm in ca. 50 cm Höhe und einem Geländerholm in 100 cm Höhe. Wir sichern Bauteile und Lasten gegen Umstürzen und Herabfallen. Schnell mal eben ist gefährlich, immer. Auch wenn es nur ein paar Meter sind, Lasten können verrutschen und Unfälle verursachen. Auch wenn es nur ein paar Minuten sind, Gegenstände können umfallen und Unfälle verursachen. Wir benutzen nur sichere Verkehrswege. Manchmal ist der kürzeste Weg auch gleich der letzte. Bewegen wir uns sicher auf der Baustelle, nutzen wir vorgegebene Wege und Hilfsmittel. Sorgen wir dafür, dass unsere Baustelle sauber bleibt. Um unnötige Staubaufwirbelungen zu vermeiden, saugen wir verschmutzte Böden. Wir benutzen nur sichere und freigegebene Leitern und Gerüste, auch wenn es manchmal Zeit kostet, sicher zu arbeiten. Wackelige Gerüste und Leitern haben auf einer Baustelle nichts zu suchen. Baugerüste müssen freigegeben sein. Durchstiege sollten vor Arbeitsbeginn geschlossen werden. Anlege- und Stehleitern sind nur nach Vorschrift zu benutzen. Das bedeutet, dass angestellte Leitern mindestens 1 Meter überstehen müssen und Leitern, auf denen gearbeitet wird, eine Stufentiefe von mindestens 8 cm aufweisen müssen. Wir bedienen Maschinen und Anlagen vorschriftsmäßig. Sind meine Werkzeuge und Maschinen in einem tadellosen Zustand? Kleine Schäden können sehr schnell große Folgen haben. Mache ich vielleicht Bedienfehler? Bin ich mir im Umgang sicher? Fragen kostet nichts. Wir meiden Gefahrenbereiche von Maschinen und Lasten. Umsicht hilft, immer. Schwere große Maschinen bedeuten auch große Gefahren. Rückwärts fahren, nur mit Einweiser. Verlassen wir uns nicht darauf, gesehen zu werden. Blickkontakt aufnehmen ist gut, den Gefahrenbereich zu meiden noch viel besser. Safety first. Das Ziel für mich und meine Kollegen. Leben und befolgen wir diese Regeln. Sprechen wir darüber, erinnern wir uns daran. Schuhe mit Stahlkappe, Warnweste, Helm und gegebenenfalls Handschuhe gehören zum Standard auf jeder Baustelle.
Wir sichern Absturzkanten, Bodenöffnungen, Baugruben und Gräben. Wir sichern Bauteile und Lasten gegen Umstürzen und Herabfallen. Wir benutzen nur sichere Verkehrswege. Wir benutzen nur sichere und freigegebene Leitern und Gerüste. Wir bedienen Maschinen und Anlagen vorschriftsmäßig. Wir meiden Gefahrenbereiche von Maschinen und Lasten. Safety first. Für uns ist jeder Unfall einer zu viel. MBN